Kapitel 4 – Die Sühne und das innere Licht. Seid aufs Neue gegrüßt, ich bin Jeshua. Ich komme heute, um mit euch meine Ausführung über einen Kurs in Wundern fortzusetzen. Ich sagte dir, dass Sühne eine absolute Verpflichtung ist. Sei dir bewusst, dass das nicht bedeutet, dass du dich total verpflichten musst, um die Sühne zu empfangen. Die Sühne ist dein, sie muss dein sein. Nichts kann diese Wahrheit verändern oder entfernen. Wenn du möchtest, kannst du in deiner Zeit wählen, den Zeitpunkt hinauszuschieben, in dem dir bewusst wird, dass die Sühne wirklich dein ist. Das ist schon alles, was du verändern kannst. Du kannst die Tatsache nicht verändern, dass die Sühne dein ist und dein sein muss. Die Sühne ist eine absolute Verpflichtung. Doch diese absolute Verpflichtung besteht im Namen Gottes. Das ist eine andere Ausdrucksweise dafür, dass die Sühne ein einschneidiges Schwert ist. Die Sühne ist dein und wird es immer bleiben, unabhängig von deiner Zeit. Während du die Blockaden loslässt, die dich von jener Bewusstheit zurückhalten, wird es dir klarer und klarer werden, dass das, was ich gerade sagte, wahr ist. Du kannst es, wenn du wünschst, von Augenblick zu Augenblick, Jahr um Jahr oder Leben um Leben tun. Doch eines Tages wirst du zur Bewusstheit deiner Freiheit gelangen. Wenn du willst, kannst du es in einem Augenblick tun. Oder du verteilst es auf deine Zeit. In der Wirklichkeit des Königreichs Gottes ist beides gleich. Die Sühne ist eine totale Verpflichtung im Namen Gottes in dem Sinne, und höre mir genau zu, dass nichts, was du tun, denken, dir vorstellen oder erfahren kannst oder fälschlicherweise zu erfahren glaubst, dich letztendlich von der Sühne fernhalten kann. Du kannst nichts tun, was dich tatsächlich von Gott trennen kann oder von der Wirklichkeit dessen, was du als sein Sohn bist. Genauso gibt es nichts, was du in der Realität tun kannst, um das, was du als der Sohn Gottes bist, auch nur im geringsten zu beeinträchtigen. Du kannst dir dich selbst allerdings als unfrei vorstellen. In deiner Vorstellung kannst du glauben, nicht frei zu sein. In deinem Glauben kannst du scheinbar jede Art von Schmerz und Elend, Angst und Tod erfahren. In der Wirklichkeit von Gottes Königreich allerdings verändert nichts davon auch nur den winzigsten Bruchteil oder im geringsten Maße, was du bist. Es gibt nichts, was du tun könntest, um dich von der Liebe Gottes zu trennen. Das ist Gottes Verpflichtung an dich. Du bist vollkommen frei. Aber du bist nicht frei, etwas anderes zu sein, wirklich anderes zu sein, als das, was du bist. Doch was du bist, ist alles. Was du hast, ist alles. Wenn du das einmal erkennst, wird es dich nur veranlassen, dich deiner Freiheit zu erfreuen und dir zu vergegenwärtigen, dass du alles hast und alles bist. Wenn es nichts gibt, das du brauchen oder wünschen könntest, wenn es nichts gibt, was dir fehlt, so ist das keine Beschneidung deiner Freiheit, dass Gott dich als seinen Sohn erschuf und bestimmte, dass du so bleibst, wie er dich erschuf. Ich sagte dir, dass du, um die Sühne zu erreichen, das innere Licht befreien musst. Das Schlüsselwort ist hier innen. Licht ist nur ein weiteres Wort, das dir sagt, was du bist. Wirklich, du bist kein Körper. Dieser Körper ist kein Maßstab dafür, was du bist. Du bist ein Wesen des Lichtes, ebenso wie alle Söhne Gottes Lichtwesen sind. Das kannst du nicht verändern. Befreie das innere Licht. Wenn du damit beginnst, das innere Licht zu befreien,
wirst du unausweichlich zu einer Vergegenwärtigung, zu einem großen Maß von Sicherheit im Inneren gelangen. Beachte das Wort innen. Du hast das Wort, als ich es sagte, ohne davor zurückzuschrecken, angenommen. Dir ist vollkommen bewusst, dass die Wirklichkeit des Lebens im Inneren gefunden wird. Wiederhole diese Worte und sei dir dabei bewusst, wie du sie erfährst. Das wird euch allen helfen zu erkennen, dass euer wahres Leben im Inneren zu finden ist. Zu der Zeit, als ich auf dieser Erde war, sagte ich, dass das Königreich Gottes im Inneren ist. Keine wahreren Worte wurden jemals gesprochen. Um also das innere Licht zu befreien, musst du damit beginnen, dir zu vergegenwärtigen, dass es wirklich in dir ist. Das innere Licht wird nicht von deinem Körper erzeugt oder geschaffen. Es wird nicht von dieser physischen Welt erzeugt oder geschaffen. Es ist nicht etwas, das außerhalb von dir erzeugt oder geschaffen wird. Denn das, was in dir ist, umfasst alles, was ist. Ich beziehe mich jetzt erneut auf die Verwechslung der Ebenen. Lass dich nicht von der Ebene von Raum und Zeit verwirren, von der Ebene der Gedanken und der Ebene des Geistes. In Wirklichkeit existiert nur eine Ebene, das ist die Ebene des Geistes. Die Ebene des Geistes ist weit jenseits der Ebene, auf der du zu denken scheinst. Ich erinnere dich erneut daran, dass die Gedanken, die du zu denken glaubst, tatsächlich keine Bedeutung haben, denn sie befinden sich nicht auf der Ebene des Geistes. Die Ebene des Geistes ist der Ebene deiner inneren Erfahrung am nächsten. Deine wirklichen Gedanken sind dieser Ebene am nächsten. Es ist die Ebene deiner inneren Erfahrung, die die wahre, schöpferische Ebene von allem, was ist, berührt. Du weißt instinktiv, ohne Diskussion, dass du frei bist, alles zu denken, wann und wo du nur willst, und dass nichts, was du mit deinen Gedanken zu tun wählst, begrenzt werden kann. Sogar noch freier als das, wenn du das erfassen kannst, sind deine wirklichen Gedanken und dein Geist. Alles ist ein Produkt der schöpferischen Ebene des Geistes. Die ganze Welt ist ein Produkt der schöpferischen Ebene und Kraft deines Geistes. Dein Körper ist es ebenso. Alles, was du scheinbar in deinem Körper erfährst, ist ein Produkt der schöpferischen Kraft deines Geistes. Und alle Erfahrungen, die du scheinbar durch deinen Körper und seine Sinne bekommst, sind ebenso nur Produkte der schöpferischen Kraft deines Geistes. Dies ist ein höchst wichtiger Punkt und einer, der leicht zur Verwechslung der Ebenen führen kann. Den meisten von euch erscheint es so, als wäre euer Körper die Quelle eurer Erfahrung. So ist es aber nicht. Alles, was dein Körper mit seinen Augen sieht, mit seinen Ohren hört, mit seiner Berührung fühlt, ist ein Produkt und eine Spiegelung dessen, was dein Geist wählte, zu erschaffen. Ich sagte dir, dass der Körper nicht schöpferisch im Geiste wirken kann. Das bedeutet, dass es nicht möglich ist, dass irgendeine physische oder körperliche Erfahrung irgendwelche Auswirkungen darauf hat, deinen Geist in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Immer, immer ist es genau umgekehrt. Dein schöpferischer Geist wählt das, was er sehen wird, was er hören wird, was er spüren wird. Der Körper als treuer Diener, der er ist, fährt damit fort, dir exakt das zu liefern, was du zu erfahren gewählt hast. Ich sagte dir auch, dass der Geist im Körper nicht unschöpferisch wirken kann. Das bedeutet,
dass alles, was der Körper erfährt, sei es körperliches Vergnügen oder körperlicher Schmerz, sei es physische Freude oder die schlimmste Krankheit, eine aktive Wahl auf der schöpferischen Ebene deines Geistes ist. Jede physische Erfahrung wird auf der schöpferischen Ebene des Geistes erzeugt und dann derart nach außen projiziert, dass du nicht glaubst, dass dein Geist wirklich die Quelle der Erfahrung ist. Aber er ist es tatsächlich. Dein Geist kann sich in seiner Freiheit nicht irren. Jede scheinbare körperliche Erfahrung ist und muss das Produkt deines Willens in Aktion sein. Der Geist ist immer die Quelle und der Körper hat nicht die Macht, seine Quelle zu beeinflussen. Körperliche Erfahrungen können keinerlei Wirkung auf das zielbewusste Wesen deines Geistes haben. Es ist auch nicht wahr, dass die Krankheit deines Körpers eine Erkrankung deines Geistes widerspiegeln muss, obwohl das normalerweise der Fall ist. Alles, was dein Körper zu erfahren scheint, ist auf der Ebene des Geistes das Ergebnis deiner aktiven Wahl. Der Körper kann den Geist nicht beeinflussen. Der Geist kann im Körper nicht unschöpferisch tätig sein und so eine andere Quelle der Erfahrung produzieren, denn es gibt nur die Ebene des Geistes. Diese Ebene ist die gleiche wie die Ebene des Königreichs in deinem Inneren. Sofern du diese Wahrheiten lernen möchtest, wenn du Freiheit und Freude und den Frieden, den du suchst, finden möchtest, findest du das durch die Befreiung des inneren Lichtes. Du beginnst immer damit, wachsam mit deinen Gedanken umzugehen. Das tust du, indem du dir erlaubst, so gut du kannst, dir zu veranschaulichen, dass alles auf der Ebene des Geistes ist. Wenn du krank bist, sage nicht, das ist mir widerfahren. Erkenne besser im Inneren, dass es eine vollständige und bewusste Wahl ist. Möglicherweise verstehst du nicht, warum du das wähltest, aber erkenne sehr genau, dass du es tatest. Das bezieht sich auf jeden Aspekt deines Lebens, einschließlich jeden Aspekts jeder Beziehung, die du erfährst. In deiner Wachsamkeit musst du erkennen, dass es auf der Ebene des Geistes keine Trennung gibt. Auf der wahren Ebene dessen, was ihr seid, seid ihr nicht voneinander getrennt, denn ihr alle seid eins. Auf der Ebene des Geistes wird jede Erfahrung, jeder Gedanke ausgedehnt, vollkommen miteinander geteilt, ohne Einschränkungen oder Vorbehalte. Das ist so, ganz unabhängig davon, ob sich ein Wesen dieser Tatsache geistig bewusst ist oder nicht. Das gilt für jede Person, jeden Baum, jeden Stein. Auf der Ebene des Geistes ist alles, was du bist, alles, was du wahrnimmst, alles, was du erfährst, jedem offen und wird mit allen anderen Wesen geteilt. Auf der gleichen Ebene, weil du eins bist, erfreut sich die ganze Einheit an dem, was du wähltest zu erschaffen. Die Einheit freut sich, dass du tatsächlich der Sohn Gottes bist. Innerhalb der gleichen Einheit wird dir nie etwas getan oder geschehen, denn innerhalb der Einheit wird jede Erfahrung gleichmäßig mit allen Wesen geteilt. Wirklich, es gibt wahren Jubel, sogar wenn du deine schöpferische Fähigkeit dazu benutzt, um in dieser Welt der Wahrnehmung unschöpferisch wirksam zu sein und dir dich als etwas vorzustellen, was du nicht bist.
Doch selbst das dient nur dazu, die Freiheit, die Gott dir gab, zu leben. Es ist bei allen Wesen gleich. Alles, was ihnen geschieht oder sie sich vorstellen, wird auf alle anderen Wesen, einschließlich deiner selbst, ausgedehnt. Denn ihr seid wirklich eins. Deshalb geschieht es innerhalb deiner Zeit und deines Raumes, dass, wenn 2, 3, 4 oder 10.000 Wesen scheinbar aufeinander einwirken, es immer mit einer gegenseitigen Wahl, dem gegenseitigen Segen geschieht und der gegenseitigen Freude all jener Wesen. Obwohl es so aussehen kann, als wären einer oder mehrere die Täter und einer oder mehrere die Opfer. Das Königreich Gottes ist in dir. Beginne dort. Während du das erkennst, wirst du das innere Licht in großem Maße befreit haben. Du wirst wissen, dass jede Schöpfung in deinem Leben in Zeit, Raum und in Ewigkeit auf der Ebene des Geistes ist. Stelle dir einen Augenblick lang vor, veranschauliche dir für einen Moment, wie sehr du weißt, dass du mit deinen Gedanken frei bist. Dann, wenn du willst, versuche zu erkennen, auf der Ebene des Fühlens, dass alles, was du siehst oder mit deinen physischen Sinnen erfährst, wirklich nichts weiter als eine Schöpfung des Geistes ist und dass alles, was du siehst oder mit deinen physischen Sinnen erfährst, genauso frei wie dein Denken ist. Ich sage dir wahrhaftig, Doppelpunkt, genau so ist dein Leben. In deiner Freiheit, während du dich entwickelst, während du wächst, während du, wenn du es willst, dieses lernst, wirst du in deiner Freiheit nur Frieden, Freude, Licht und Glück finden. Denn die Sühne ist eine absolute Verpflichtung von Gott an dich gegeben. Immer segnet sie, immer führt sie dich zu Freiheit und Freude. Nichts, was du tust, kann sie dir jemals wegnehmen, weder in Raum und Zeit, noch jemals in der Ewigkeit. Meine gesegneten Brüder, ihr seid so frei und so geliebt. Ich segne euch, das ist alles.